Hallo, willkommen im Jüdischen Museum Wien. Wir erzählen euch heute etwas über unsere neue Ausstellung Wiener Nostalgie – Vernetzte Erinnerungen an Emil Singer. Ein pastellfarbiger Stephansdom. Eine herbstliche Ansicht vom Schloss Schönbrunn. Solche idyllischen Motiven erwarten euch. Die dargestellten Szenen haben sehr wenig mit jüdischen Themen zu tun. Es geht vielmehr um die verborgenen Geschichten hinter der nostalgischen Oberfläche der Bilder. Diese Kunstwerke sind eher als Dokumente zu betrachten, da sie die Zeugnisse des im Holocaust ermordeten Wiener jüdischen Künstlers Emil Singer sind. In dieser Ausstellung thematisieren wir die Karriere von Emil Singer, seine Verbindungen in die USA und die Bemühungen, ihn vor der nationalsozialistischen Verfolgung zu retten. Fragen der Provenienz und Restitution werden ebenso thematisiert, sowie den Weg, wie solche Geschichten ins jüdische Museum finden. Emil Singer wurde in der Nähe von Brünn geboren, wo er auch seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Schon früh zeigte sich sein künstlerisches Talent. Nach einer kaufmännischen Ausbildung ging er als junger Mann nach Wien und studierte hier an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt. Nach einigen Jahren hatte er sich bereits einen so guten Ruf erarbeitet, dass er als selbstständiger Künstler arbeiten konnte. Er wählte für seine Wien-Ansichten äußerst gefällige Bildausschnitte, die wir teilweise auch von anderen Künstlern kennen. Aber er hob sich durch seine technische Raffinesse und seine besondere Art der Technik der Radierung, die eigentlich schon als veraltet galt, hervor. In einer Ausstellung im Künstlerhaus 1911 lobte ihn sogar Kaiser Franz Josef Höchst selbst und sagte, das ist ja geradezu eine Ansicht des Platzes, man meint dort zu sein. US-Sammler Sandy Raccoon hat dem Museum 2019 einen Teil seiner Sammlung an Emil Singer Radierungen geschenkt. Durch diese Schenkung sind wir in Kontakt mit einem großen Netzwerk von Forscherinnen, von einem Biograf, von Sammlerinnen gekommen, die versucht haben, die Fragmente von Emil Singer wieder zusammenzusetzen. Restitution und Provenienzforschung ist bei oft unnummerierten Grafiken wie jenen Emil Singers sehr schwer. Trotzdem konnten wir einen Blick auf die verschiedenen Käuferschichten seiner Grafiken werfen. So sind in den Versteigerungslisten des Dorotheums, wo den Juden, Jüdinnen entzogenes Eigentum zur Versteigerung gelangte, auch einige Singers zu finden. Besonders bemerkenswert ist der Fall der Familie Altmann, denn hier finden sich neben großen Namen wie Klimt, Schiele, Waldmüller auch die Grafik Die Schönlaterngasse von Emil Singer. Nach der Machtübernahme Österreichs in dem sogenannten Anschluss im März 1938 dürfte Emil Singer nicht mehr arbeiten. Er hat an seine amerikanischen Kontakten gewendet und sie haben ihm geholfen. Sie haben seine Radierung in Amerika verkauft und ihm das Geld zurücküberwiesen. Sie haben auch versucht, Visa für ihn und seine Frau zu organisieren. Allerdings, ihre Bemühungen haben nichts gebracht. Emil Singer und seine Frau Grete wurden im Holocaust ermordet. Das Versagen seiner amerikanischen Freunden haben sie ein Leben lang begleitet. Niemals vergessen. Die Mahnung des Holocausts haben wir versucht, in dieser Ausstellung auch umzusetzen. Durch die Sammlungstätigkeit von Sandy Raccoon, Henry Isaacs, die biografischen Forschungen zu Emil Singer von Axel Junghans und die Forschungstätigkeit der Archivarin Karen Franklin konnten die verstreuten Fragmente seines Lebens wieder zusammengefügt werden. Im Laufe der Vorbereitung dieser Ausstellung haben viele Personen uns geschrieben. Sie hatten auch eine Emil Singer-Radierung zu Hause. Das hat uns inspiriert, einen Aufruf zu veröffentlichen, wo wir alle eingeladen haben, ihre Emil Singer-Geschichte mit uns zu teilen. Dadurch können alle dazu beitragen, das Netzwerk an Erinnerungen von Emil Singer zu vergrößern und sein Vermächtnis am Leben zu erhalten. Weil nur durch die Arbeit von vielen können wir uns dafür sorgen, dass wir nie vergessen.